Guten Tag und ein herzliches Willkommen auf der Mecklenburg-Vorpommern. Mainz. Dabei der Matze. Mainz. Mainz, nein. Ist die Stadt in Hessen. Oh, das ist natürlich das Wichtigste. Wir werden jetzt mal ein bisschen die Kühe füttern, also einmal was einschmeißen. Du musst ja eh erstmal was vom Feld holen, ne? Was muss ich? Musst du irgendwas vom Feld holen oder was? Nö. Ja. Nö. Ja. Wir haben jetzt ein bisschen vorgespult, wie ihr seht. Ja. Aber auch nur deswegen, dass wir schön in Ruhe auch hier sehen können, wo wir auch, wenn dann. Weil der hat halt ein bisschen zu wenig Licht. Der kleine Lump. Ja, der Kleine hat dafür auch zu wenig Licht, das stimmt wohl. Da habe ich gerade die Strohgabel gesucht. Die Strohgabel liegt hinten beim... Ja, gefunden. Hast du die findet beim Tankanhänger, müsste die stehen. Nee, die stand hinten bei Richtung Honigproduktion. Naja, ist egal. Hast du gefunden. Ungutes. Genau. Ja, dann machen wir jetzt so hui. Und das werden wir wahrscheinlich alles dann mit Ladewagen reinholen, ne? Genau. Da müssen wir uns dann auch noch zwei besorgen. Schieben wir es doch. Warum nehmen wir gleich die. Warum nehmen wir hier erstmal raus? So viel besser. Dann müssten wir eh erstmal überlegen, was wir hier nehmen, ne? Ja, ihr müsst ja vielleicht auch nochmal ein paar Mods runterladen. Da sind nämlich gar keine Mods drauf. Ich hab vorhin mal oft geguckt. Ja, das ist ja klar, weil wir hatten ja auch jetzt schon wieder keine draufgepackt. Genau. Ach, einer müsste eigentlich drauf sein. Ja, der alte Krone. Ja. Aber das ist ja die der Größe hier nicht. Ach nö, ich Trottel. Das ist gut, dass du das eigentlich, dass du ein Trottel wirst. Das ist, wie heißt das so schön? Das ist ein guter Weg zur Besserung, ne? Welche Besserung? Ja, weil gesund sind wir ja schon. Aber ich sehe gerade, war auch so richtig. Wie, du hast was gesehen? Hast du deine Brille geputzt? Welche Brille? Na, die imaginäre und so. Ah ja, könnte sein. Nee, der Poppy hat mal seine Brille geputzt, Leute. Können wir doch mal echt sagen, dass er mal wieder ein kleines Herzchen verdient hat. Ach Gottchen. Bist du dem Zeit. Ach so, warte mal, die kann das ja nicht, ne? Wer kann was nicht? Die Silagegabel. Kabel anhängen. Das ist ja die Originale vom Original, also ja, die Originale halt. Was kann ich denn hier anhängen? Die hydraulischen Kabellage. Ich weiß zwar immer noch nicht was, aber egal. Machen Sie ruhig weiter, Herr Kollege. Na, oder auch eine Mistgabel zum Beispiel kann man dazu auch nennen. Bei uns ist es sogar die Strohladegabel. Also damit laden wir auch unser Stroh. In real life. Okay. Ich mach mal ganz kurz Stopp. Ich muss mal ganz kurz zu meinem Ofen. Jo.
Also da macht, da füttert man die Kühe, damit der Herr Vorsprung kriegt, weil ich habe einen Schwadern gebaut. Was der Herr hat ja auch gerade erst angefangen mit ihr wisst schon, mit Wänden. Ja, aber frieren sollst ja auch nie, das hast du auch wieder recht. Alles schick. Du musst ja auch auf den Arm nehmen, solange du dich nicht wehren kannst. Jo, aber du kannst nicht sagen auf die Schnelle erstmal, weil das Mikrofon da ist nicht dabei. Ja, aber du bist kein Schreihals. Nee. Ich wette auch mit dir, dass du vielleicht in deinem ganzen Leben, in der Erziehung, deine Kinder nicht so oft angeschrien hast wie deine Ex. Mal davon ganz abgesehen, dass du natürlich viel weniger zu Hause warst als deine Ex. Aber in der gemeinsamen Zeit, die ihr zusammen wart. Ja, aber bei dir? Du bist eigentlich doch so ein ruhiger Typ. Irgendwann platzt bei jedem der Kragen, das ist richtig. Aber so wie ich deine Ex kennengelernt habe, ja, da habe ich die ein bisschen impulsiver im Kopf. Das stimmt. Ich rede ja jetzt nicht von der Lautstärke allgemein, ich rede ja von der Oftheit. Ja, das ist richtig. Oh, sei mal verarscht dich. Aber ich glaube, das kennt jeder hier. Verarscht werden wollen wir ja alle nie. Und ich sag mal so an alle Eltern von den Kindern am allerwenigsten von den eigenen. Also irgendwie kommt der 5M nicht klar. Der kommt nicht aus dem Tee mit dem Futterbeschlag hinten dran. Ne? Das ist eigentlich eine gute Frage. Gucken wir mal. Hundertfünfundvierzig. Was braucht der? Vorbei. Die Haltung. 120. Ich bin in Gruppe B und komme nicht mal in den roten Bereich. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Weil von der Größe her ist der perfekt für Kuhstall.
Ja. Ja. Aber es würde wahrscheinlich eher unrealistisch aussehen. Da behauptest du richtig. Weil das macht dir Spaß, wenn der nicht aus dem Tee kommt. Kannst du jetzt mal probieren? Ich mache jetzt nochmal eine Demonstration. Nee, aber ich habe jetzt, wie gesagt, auch nicht darauf geachtet, ob er Stupf hat. Genau, deswegen will ich es jetzt mal probieren. Und Platz für Futter ist genug da. Ja. Ach hier, Streamer oder was? Na, da kenne ich zwei Tobis. Ach, das war Micha. Micha hat komplett aufgehört mit LS. Also Freitag, wo ich hier, also letzte Woche Freitag, wo ich gestreamt habe auf der Karte hier, das war halt echt kein schöner Stream mit den Ballstapeln. Deswegen die Ballen, die stehen hier, sind ja immer noch ein kleiner, also ein Anhänger steht auf dem Haupthof, aber der Rest liegt noch am ist auch auf dem Feld. Gut, damit habe ich so an sich ja auch keine Probleme, aber ja. Ja, das stimmt. Ja, das habe ich aber da auch bekommen. Ich habe bloß dann aufgehört damit mit dem. Ich kann mich sehr gut reinsteigern. Du, ich habe schon oft so gesagt, dass ich dich zu meinen Freunden zähle. Auch wenn wir uns persönlich noch nie Kopf an Kopf nebeneinander standen. Und du weißt, wie ich es meine. Ich kenne dich dafür, dass du so ein Riese bist. Mit deinem 1,60. Na, was ein Teddy ist nicht da?
Nee, kein Schlupf. So, jetzt haben wir mal kurz bevor ich eingelenkt habe auf 820 beschleunigt. Da ist er gerade mal bei 2115 drin. Da war er kurz davor, mal in den roten Bereich zu kommen. In Gruppe B wohlgemerkt. Jetzt bin ich in Gruppe C und fahre 33. Ah, jetzt sind wir bei 36. Ich muss ja aber abbremsen, weil ich rum muss. So, und jetzt geht's aber wirklich. Oh, wir haben schon 31.000 Liter Milch im Lager. Ja. Dieses rote Zeug, was man... Ja. Blue. Ich fahre gerade was Grünes, aber gut. Diesel und Öl. Ist nicht blau. Da kommen alle möglichen Farben durch, aber nicht blau. Also da musst du wirklich farbenblind sein. Ja, vielleicht ein bisschen bläulich, ja, aber... Also deswegen als laut zu bezeichnen. Ne, gelblich, aber gut. Du kommst Heizöl also. Ja, das glaube ich. Nur mal so, ne? Du meintest, du hast mit deinem schon relativ viele Stunden mit deinem 8R. Ich fahre auch nicht nur den 8R. Das stimmt. Das stimmt wohl. Ich bin ja hier noch oft ab und zu mal drauf und mache und tue und wirke und. Nicht nur deswegen, ich mag halt auch diese großen Felder. Und das ist halt das Nächste, was mir halt noch dazu zu Pass kommt.
Genau. Das ist halt der große Unterschied zwischen uns beiden, ne? Du, ich sag, ich merke, das war jetzt auch nicht böse gemeint von meiner Seite, ne? Guck mal, für kleine, gut, kleine, ja, doch, für mich sind das kleine. Ja, du, ist doch nicht schlimm, wenn man jetzt mal mit auch so einem Zoomteil durch die Kante fährt. Ist doch nicht schlimm. Guck mal, so große Technik haben wir auch nicht. Ja, wir haben ein Schlachtschiff, den 8R auf Arbeit. Aber der hat auch nur 370 PS. Also ist auch nicht das Nonplusultra von der Leistung her. Genau. Und wir haben halt genau. 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 Und danach kommt eigentlich, glaube ich, von PS-Leistung her, eigentlich schon der 8520 oder der Class Cerion 3800 VC, glaube ich, kommt da noch dran. Ja, ich weiß nicht, ob der 800, ob der 8520, weil es ist ja nun der Vorgänger vom 8R, dahin kommt. Ja, deswegen ja. Deswegen ja. Und danach müsste eigentlich schon der 7R mit 250 kommen. Und das sind dann hört es auf, dann haben wir nur noch 28710er. Wir haben 175 PS original. Und dann der 5M. Und der hat 75 PS, unser, den wir haben. Das ist der kleinste Motor drin, den John Deere anbietet. Ist halt nur zum Steine sammeln und der kommt von Schlauchmaschine zum Einlagern oder Auslagern dran. Mehr hat der nicht zu tun. Genau. So, aber was mehr haben wir nicht zu tun. Wir haben zwar noch genug zu tun, aber die Zeit ist uns leider ausgegangen. Wieder eine schöne Überlänge. Deswegen denkt gerne an ein Däumchen, denkt an ein Abo, falls du nicht vorhanden. Und wir würden uns freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss.